23, 24. Ach, ich habe keine Zeit. Ist es nicht, liebe Freunde da draußen, denn es ist Folge 15 von Backstage hier. Oh, ja. Aus den Double F Studios. Von und mit meiner Wenigkeit und Mr. JP Doyle. Was haben wir da? Ja. Hallo. 23, 24. Hallo. Ach, ich habe keine Zeit. 23, 24. Liebe Freunde da draußen, denn es ist Folge 15 von Backstage. Liebe Freunde da draußen, denn es ist Folge 15 von Backstage. Hier. Von und mit meiner Wenigkeit und Mr. Studios. Von und mit meiner Wenigkeit und Mr. Was haben wir da? JP Doyle. Hallo. Was haben wir da? 23, 24. Ach, ich habe keine Zeit. 23, 24. Liebe Freunde da draußen, denn es ist Folge 15 von Backstage. Liebe Freunde da draußen, denn es ist Folge 15 von Backstage. Hier. Von und mit. Geht doch. Verdammt. Also ihr Lieben da draußen, ihr seht, ne, da bist du 4 Wochen nicht da und schon rumpelt alles und du hast überall 1000 Sounds irgendwie und that's life. Aber ja, das ist hier das Thema, life is life. Ne? Viel vorbereitet, hat schon gut geklappt. Ja, bestens, ja. Bestens, aber ja. Ihr wisst es, wie es dann funktioniert, wenn es dann diesen kleinen Ausrutscher gibt, dann könnt ihr wissen, dass die Musik umso härter knallt, umso steiler knallt und wir dann hier natürlich voll durchsteigen und durchstarten in den 2 Stunden Backstage, die euch hier erwarten. Ja, du lachst noch. Ja, ich lach noch, ja. Genau. Ich werde die ganze Zeit lachen. Ja, ich bin gespannt. Nein. Im Vorfeld zur Sendung, müsst ihr wissen, liebe Freunde, hat der Jörg mir geflüstert, ich würde am Abgrund stehen und er würde mich runterstoßen heute. Oh ja. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Es wird eine Klatsche geben. Mindestens eine. Ach gut. Eine von 2 Möglichkeiten. Was das zu bedeuten hat, das werden wir sehen, werden wir eruieren und dann wollen wir mal schauen, was das Ganze hier bringt. Lasst euch überraschen, was wir für euch im Köcher haben hier bei Backstage Episode 15. Ihr habt es vielleicht festgestellt, wir haben ein neues Artwork, ein neues Design, was euch hier erwartet, im Startbildschirm gesehen. Lasst euch überraschen, wir werden die nächsten Sendungen für euch reinarbeiten, um das Ganze hier zu verfeinern. Viel, viel Arbeit, so viel kann man sagen, aber wir nehmen uns dieser an. Und werden dann für euch zaubern, was das Zeug hält, was das Studio hier im Double-F-Bereich hergibt. Ohne Doppelungen und sonstige Späße oder ohne Urwälder im Hintergrund, die wir dort sehen. Auch schön. Überhaupt nicht so gedacht, aber aller Anfang ist schwer. Und wir werden hier trotz Widrigkeiten lachend in das Format starten und werden hier einfach den Urwald gleich ausblenden und die schönen neuen Bilder, die wir für euch haben, hier mit reinbringen ins Format. Und lasst euch überraschen. 2 Stunden Backstage, feinste House-Music. Wir starten rein und ich würde sagen, here we go. Give me a beat. Ja, der Beat läuft doch schon. Ach so. So, Vollgas. Ich löse mal den Loop, ne? Das waren andere, die hier in diesem Format. Abgrund. Abgrund.
Broadcasting live from the Double F Studios, Minden, Germany. Broadcasting live from the Double F Studios, Minden, Germany.
We'll be right back.
reason I've tried. End all the name. This illusion of ours is a wicked game. The confusion I've tried. End all the name. Jawohl, liebe Freunde da draußen, hier geht's deep zur Sache heute bei Backstage Episode 15 hier aus den Double F Studios an der Bild- und Tonregie Mr. JP Doyle. Am Pult derzeit meine Wenigkeit Mr. Eaglewing. Und schöne Grüße an dieser Stelle an alle, die jetzt hier mit am Schirm sind. Ich habe schon ein paar bekannte Gesichter gesehen. Schöne Grüße an Carsten, an Mosi Bernd, Mr. RX, etc., etc. Eine Scheibe habe ich noch im Köcher und dann wird der gute Mann hinter, neben, vor und mit mir übernehmen, Mr. JP Doyle. Ich hoffe, ihr habt gefallen an der ganzen Sache. Lasst ein Like auf dem Video und teilen alles, was dazugehört. Ihr wisst es. Und dann werden wir hier noch viel Spaß haben, die nächsten anderthalb Stunden. Freut euch drauf. Live and in the mix, Eaglewing. We'll be right back.
Well, if you told me you were drowning, I would not lend you a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw you with my own two eyes. So you can wipe off that grin, I know where you've been. Cause I've been a pack of lies, and I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Oh Lord. Everything you do with me.
Do you want me? Do you want me? I'm gonna make you believe in me, right? I'm gonna show you to not give up our fight. And if I make you believe in this life, would you leave me, love me, never leave my side? Be by my side. The same I need.
glitter girl. Let go, it's all I remember. Before we hit the ground, time stood still as a thousand pieces flying all around us. Shine on that glitter girl.
Yes, your party people, a warm welcome to Backstage Episode 1, 5, Episode 15, liebe Freunde, Episode 15 hier von Backstage. Live in the mix, meine Wenigkeit, und Mr. JP Doyle hier, der gerade im Backstage-Bereich der Backstage-Sendung sich sozusagen aufhält. Party people! Oder so ähnlich. Tag Team back again. Decade the record, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, jump for joy. Hallo? Ja, sicher. Ein gesunder Rap gehört hier zum Backstage dazu. Ich weiß nicht, ob du schon wusstest. Freunde, schön, dass ihr dabei seid hier im Chat. Betreut durch Mr. JP Doyle. Und Mr. Eaglewing. Ah ja.
Auch der. Es dauert ein bisschen. Ja, die Leitung. Aha. Aber die blase ich dir jetzt frei hier mit den nächsten Tunes, mein lieber Freund. Vergiss es. We'll be right back.
Live from the Double F Studios, Minden, Germany. Another party going hard. Alcohol and ranking.
Baby, gonna, gonna. Do you give me sugar?
there was an outpouring of a heart next to that, followed by an exclamation mark. Back of his was covered in stuff like Brandon is not in a very nice guy, but Alex is so. And that had an exclamation thing too. It was just silly crap that hit the spot, and he let himself be drawn in. It was just silly crap. We'll be right back.
Was sagen. Das Lied ist noch nicht zu Ende, aber er möchte was sagen. Warum? Weil ich gerne rede. Ach, die Sache. Ja, ah. Punkt. Okay. Ich wünsche euch was. War es das für deinen Teil, oder? Ich bin fertig, das Lied ist zu Ende. Vielen Dank. Es war sehr schön bei euch. Mhm. Und bei dir. Bei wem jetzt ganz genau, meinst du? Bei dir hier. Dankeschön. Es war toll. Und bei wem noch? Wir hatten Zuschauer, Jörg. Ja, es war sehr, ja. War sehr schön, sagst du? Ja, definitiv. Liebe Zuschauer dort draußen an den Schirmen, die ihr vielleicht noch an derselbigen Maschine sitzt oder am Start seid, dieses darf ich auch sagen an der Stelle, denn es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. 2 Stunden, wenn man es prognostiziert, um 20 Uhr gehen tatsächlich vorbei, wie im Flug. Ja. Und ich glaube, wir haben 2 Stunden geile Musik gehabt. Das auf jeden Fall. Das hat mir Spaß gemacht und Kompliment an dich. Danke. Dir zuzuhören in den Sets. Wir machen immer so ein Tee-Tee, das seht ihr ja auch da draußen, wenn wir dann irgendwie sprechen und die Kameras laufen, Musik. Dann merkt ihr auch, dass wir uns untereinander unterhalten und uns Lobhudeleien zubringen und taktische Zeichen wie dieses hier im Übrigen. Wir dürfen ja keine Mittelfinger zeigen, um hier nicht geblockt, gemutet oder sonstiges zu werden. Liebe Freunde da draußen, dieses taktische Zeichen, falls ihr das im Backstage-Bereich seht, Rock'n'Roll, Baby, heißt, du da hinten hast eine geile Scheibe gespielt. Ja. Yeah. Ja, und das ist quasi die größte Wertschätzung, die wir uns hier in der Sendung entgegenbringen können. Und das vielleicht auch so als kleinen Teaser für das, was es vielleicht in den nächsten Episoden geben könnte. Vielleicht gibt es da ja so eine Peitsche oder irgendwie einen Hieb auf den Arsch. Oh ja. Gut, er steht eh drauf, das wissen die Kenner der Szene. Und dann wollen wir mal schauen, wie dort die Punktevergabe aussieht und ausgeht. Wie auch immer. Jedenfalls muss ich sagen, hätte ich heute 5 Peitschenhiebe an dich verteilen können. In dem Bereich lag ich aber auch, da kann ich nichts gegen machen. Gut, dann ist unentschieden? Ja, gerne. Okay. Immer gerne. It's a draw, ladies and gentlemen. Ja. It's a draw. Ja.
irgendwie wie immer, ne? Ist auch langweilig, ne? Nee, ist es gut, nicht. Nächste aber, Sendung gewinne ich dann einfach. Ja. Es ist falsch. Halt einfach so. Niemals. Ja. Wie niemals. Der Grund. Okay, ihr hört es schon, die Challenge ist angenommen. Also Freunde, da heißt es in Episode 16 und zwar in 4 Wochen. Ich weiß das nicht genau das Datum, aber es wird im Dezember sein. Ja. Wahrscheinlich am 14., 13., 12. Dezember. Irgendwie in der Form werden wir hier die nächste Episode von Backstage zelebrieren und dann geht's rund. So viel kann man sagen. Ja. Das ist auf jeden Fall feststehend. Und dann gibt's hier die geilsten House-Tunes mit allem gepaart, was dann irgendwie dazugehört, um gute Laune zu haben, 2 coole Stunden an einem Mittwochabend zu haben, ja, von 20 bis 22 Uhr mit Mr. JP Doyle und meiner Wenigkeit Mr. Eaglewing. Ja, so, Mr. Eaglewing. Du kannst doch auch Jingles einsprechen. Du kannst es doch. Du kannst es doch. Du kannst es. Mach es doch mal. Nein. Mach es doch mal. Leute, vielen Dank an alle, die hier zugeschaut und mitgechattet haben. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir können noch 10 Leute gebrauchen, das darf man dazu sagen. Aber das heißt natürlich auch für die, die jetzt aktuell am Start sind, dass dieser Chat sehr exklusiv ist. Ich habe Angst. Wovor? Vor meiner Stimme? Ja. I'm the voice, ladies and gentlemen. Okay. Ja. Ja, so viel dazu, aber hat echt Spaß gemacht, muss man wirklich sagen. Und wir werden dranbleiben. Freut euch auf die neuen Episoden. Ihr habt es ja heute gesehen. Wir haben eine neue Designlinie drin. Das Ganze wird sich ein bisschen durchziehen. Noch verselbstständigen, sodass ihr noch mehr Spaß bei der ganzen Sache habt in den Backen. Und dann gibt es auch hier coolste Versorgung mit House-Tunes. Und dürfen wir einen Ausblick wagen auf Folge 18? Nö, noch nicht. Aber okay. 18 passiert wieder dann was. Wollen wir sagen, Folge 18 passiert was. So wie in jeder Folge. Da ist jeder irgendwie da. Aber Classic. Hachi. Ja, also Folge 18 gibt's was für die Leute, die vielleicht so ein bisschen älter sind unter uns oder die Nostalgiker. Alt. Auch. Noch älter. So, und dann wird's hier richtig auf die Pauke geben. Vielleicht mit den Dingern, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht mit beidem, mit allem. Einfach coole Tunes. Ihr wisst ungefähr, denkt euch, also ihr wisst, worauf es hinausgeht. Denkt euch euren Teil. Und wir sagen Dankeschön an dieser Stelle. Für 2 coole Stunden. Das hat Spaß gemacht und wir sehen uns in 4 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Backstage mit Eaglewing und JP Doyle. So, jetzt musst du das Ding ausblenden. Du bist hier. Nee, was mich, nicht, nicht? Mich nicht rausziehen. Doch, jetzt. Das ist, weißt du, man redet hier und wird einfach so. Und ist weg. Das wünschten sich viele in meinem Leben, sicherlich, ne? Diesen Knopf zu haben, damit ich die Schnauze endlich halte. Ich habe die Macht. Aber das. Tschüss.